Wow, einfach nur wow. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen für den PC. Wir sind hier in der Kammer mit dem Altar und da oben ist die Büste. Ich habe sie nicht gesehen. Ich hatte sie nicht gesehen. So, danke sehr. Wow. Gut. Ja. Sowas kommt auch mal vor. So. Ist hier nichts weiter? Keine Gegner mehr? Was? Was? Okay. Okay. Gut, dann nicht. Ah, Rüstungsteil, sehr schön. Titanstab, okay, falls ich Stabkampf normalerweise betreiben würde. Sehr schön. Alle Teile der Titanrüstung gefunden. Nice. Eldrick muss die Titanlord-Rüstung neu schmieden. Ja, das muss er wohl. Nachdem wir mal kurz im Banditenlager vorbeigeschaut haben, um Schwertkampf 8 zu lernen. So, wie gesagt, alle neuen Level-Ups gehen in Schwertkampf. Ist in meinen Augen einfach das Sinnvollste. So. Okay. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Unterrichte mich im Schwertkampf. Du hast sicherlich schon gemerkt, dass auch deine Gegner deine Angriffe kontern. Wenn das passiert, bist du aufgeschmissen. Es sei denn, du kannst deinen Gegner mit einer gleichzeitigen Konterparade überraschen. Ich nenne das Rettungsschlag. Das ist ein sehr schwieriges Manöver und erfordert viel Übung. Du musst den richtigen Zeitpunkt für deinen Schlag erwischen, sonst... Nun, das muss ich dir ja wohl nicht erklären. Also immer schön üben. Okay, sehr schön. Was würden wir dann bei Schwertkampf 9 kriegen? Ja, Waffen der Kategorie 2 Hand einhändig führen. Oh, Baby. Oh, Baby. Das wird geil. Wenn ich dann hier meine Titanschwinge einhändig führe. Böse. Böse, böse, böse. Okay. Bis dahin dauert es noch ein Ach, bisschen, aber hey. Sigmar, unser Held. Was willst du denn diesmal? Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Sieht seltsam aus. So ein Material habe ich noch nie gesehen. Ist aber bestimmt keine schlechte Klinge. Kannst du sonst noch was dazu sagen? Hör mal, die Jungs hier achten ziemlich darauf, wie ihre Waffe aussieht. Und mit so einem Ding wird hier keiner rumlaufen. Ich habe einfach keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Da musst du dir wohl jemand anders suchen. Okay. Aber wir haben eine Quest dadurch. Hexenschwerter. Sagt er mir irgendwas? Nö. Einfach nur, dass ich mir da jemand anders suchen muss. Okay. Zeig mir deine Ware. Dann werden wir gleich nochmal in der Hafenstadt gehen. Und mit jemand anders drüber sprechen. So, vorher verkaufen wir mal hier alle anderen Waffen, die wir hier noch so haben. Auch den rostigen Zweihänder. So, der Speer kann weg, das Ding kann weg. So, das behalten, die Titanwaffen behalten wir mal alle. Einfach weil die ganz cool sind. So. Okay. Dann das Amulett hier kann auch weg. Das kann weg. Die Schilde hier können weg. So. Da, 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 da. Das kann hier weg. Alles weg damit. So, die Zähne können weg. Die Stacheln können weg. Krallen weg. Bestienfell weg. Aschebestienherzen weg. So, okay. Jo.
Ja, und die Steinplatten können natürlich auch alle fünf weg. Brauchen wir nicht. Okay. Okay. Was haben wir hier? Auf die Amulette. Nee. Unnütz. So, das ist auch unnütz. Was haben wir hier noch? Böser Bastard, okay. Dieses Schwert wurde in letzter Minute geschmiedet. Na gut. Nö. Gut, dann hätten wir das. So, danke fürs Gold. So, dann wollen wir noch mal kurz zur Hafenstadt. Ich meine, Quests erledigen bringt Erfahrung. Und ich will ja noch mindestens ein Level steigen, um auch Zweihandschwerter einhändig nutzen zu können, ne? Deswegen kümmere ich mich darum. So. Yo, Autosave, danke. Bräuchte ich jetzt zwar nicht so dringend, aber hey, egal. Hey, Walter! Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen, ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Moment mal, siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Du meinst, du brauchst Obsidian? Und Gold. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bringst mir Obsidian und Gold und ich mache dir daraus Schwertrohlinge. Okay, perfekt. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? So. Ah, okay. Gold nicht als Erz, sondern ich verstehe. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Bastardschwert. Ja. So, und nochmal für einen Zweihänder. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Zweihandschwert. Hier. Okay. Dann soll mir das jetzt hier erstmal reichen. Dann stelle ich mal die beiden Schwerter her. Ich will mal gucken, wie stark die sind. Ah, und dafür brauche ich dann auch Schmieden 3. Okay. So. Mal gucken, ob die geil aussehen und wenn ja, ob die auch geil sind. Ist ja immer so eine Frage. Oh, das Design gefällt mir schon mal ganz gut. Doch, also da kann man sich nicht beschweren. So. Okay, sehr schön. Typi ist am Schleifstein fertig. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Dann kann ich meine beiden Schwerter noch schleifen, bevor er wieder da ist. So. Na dann. Schauen wir doch mal. Das sieht ganz interessant aus. Gute Arbeit. So, und jetzt noch den Zweihänder. Ja, doch, doch. Hat ein sehr interessantes Design. Mal schauen, wie stark die sind. Fertig. So. 290, ja, okay. Und das Bastardschwert 70. Ja gut, da sind die, die ich so habe, besser. Ah, die haben natürlich auch einen verdammt hohen Wert zum Verkaufen. Da kann man gut Gold mitmachen. Okay. Dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Wenn ich also noch mal im Goldmangel bin, kann ich mir hier ein paar Obsidian-Schwerter herstellen. Das ist doch auch was Schönes. So, dann kann das hier jetzt aber erstmal weg. Hier alle 42 Echsenschwerter. Wow. Okay, bitte sehr. Danke sehr. Wenn wir schon mal hier sind, schauen wir noch mal kurz bei... Wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Der Typ, wo ich mir Pfeile kaufen kann. Vorbei. Um mir Pfeile zu kaufen. Mensch, wer hätte das nur gedacht? Ja. Aber Pfeile sind halt wichtig.
Und warum nicht? Mein Gott, ich meine, das sind 200 Goldmünzen, die ich dadurch ausgebe. Da scheiße ich drauf. Wenn ich ehrlich bin. So. Flavio, genau. Flavio heißt er. So, Pfeile hier. 200. Danke. Jo. Danke, tschüss. Okay. Dann will ich noch mal hier direkt nach draußen. Ja, okay. Wo ich jetzt den längeren Weg gehe, ist glaube ich egal. Gehen wir hier raus. So, ey. Du hast mein Vieh geschlachtet. Hau ab! Einfach unsere Tiere schlachten. Was fällt dir ein? Entschuldigung. Okay. Dann gehe ich halt aus dem anderen Tor raus. Meine Fresse. Ist ja gut. Warte, ich frage, warum ich das mache. Ihr erinnert euch vielleicht an der einen Kreuzung. Da hatten wir vor einigen Folgen, ist jetzt schon ein bisschen her, hatten wir auch nochmal eine Gruppe Echsenkrieger, beziehungsweise Elite-Krieger müssten das gewesen sein, mit einem Anführer gesehen. Und ja, ich muss ja noch zwei Anführer erledigen. Also will ich da nochmal hin, um den Anführer zu erledigen. Ganz klar. Und dann wäre die Quest nämlich auch abgeschlossen. So. Schwuppdiwupp. Hüpf und hüpf. Komm, lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. Okay, sehr schön. Ich höre doch hier irgendwelche Gefiech. Wo sind das? Wo sind die? Ich höre hier Viecher, ich sehe aber keine. Ah, der Sieger, den ich vor einiger Zeit mal erlegt habe, stimmt. Wow, warum laggt das Spiel hier gerade so? Ich mache doch im Hintergrund gar nichts. Also außer aktuelle Folgen hochladen, aber das sollte eigentlich egal sein. Egal. So. Da es nicht dauerhaft laggt, sondern gerade eben. Sondern nur ab und zu mal. Sollte das noch einigermaßen funktionieren. Hoffe ich. So. Dann wollen wir hier mal hoch. Hallo, ihr da. Na? Normale Echsenkrieger. Kinderkacke. Die haben wir gleich. So. Okay, perfekt. Weg sind sie. Sehr schön. In einer wunderbaren Geschwindigkeit erledigt. So. Okay, hier werde ich mir jetzt aber wieder einen Fred beschwören. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Gut. So, was haben wir da? Elite-Krieger, da ist der Anführer und da ist noch ein Elite-Krieger. Okay. Schießen wir mal auf den da hinten, weil warum nicht? Ist ja eigentlich egal. So, sehr schön. Oh, das war sogar noch eine extra Quest. Sehr schön. Ja.
Ja, verdammt. Zum Glück hat er deinen letzten Schlag jetzt gerade noch geblockt. Ansonsten wäre es echt scheiße geworden. Komm schon. Oh. Okay. Das sah interessant aus. Aber leider hat er den Trank nicht gesoffen. Hm. So, jetzt aber. Okay. Wow. Was zum Teufel? Geht doch. Mann. Okay. What the fuck? Das hat mich weitaus mehr Tränke gekostet, als ich erwartet hätte. Naja. So, so. Da ist noch einer. Danke sehr. So, an der Kiste hier war ich aber schon dran, oder? Ja. Ja, gut. Okay. Dann haben wir das jetzt aber noch erledigt. Und da ich keine Ahnung habe, wo der letzte Anführer sein könnte, gehen wir jetzt zur Ostküste. So. Und von da aus dann zu Eldrick. So. Hm, noch ein Grünblatt. Warum nicht? Nehmen wir es mit. So. Gut, gegen die Viecher will ich immer noch nicht kämpfen. Weil ich nicht weiß, wie ich da am besten durch die Verteidigung durchkomme. Vielleicht mit einem starken Schlag, so wie ich sie jetzt gelernt habe, aber man weiß es halt nicht. Man weiß es nicht und das ist mir alles viel zu unsicher. Deswegen lasse ich's. So, hallo Eldrick. Na? Ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanenlords. Verstehe. Du hast sie also gefunden. Komm mit. Okay. Ich folge dir. So, dann gehen wir hier wieder zu dem Druidenzirkel. So, da sind wir. An diesem Ort können wir die Rüstung reparieren. Ja, hoffentlich. Hier die Rüstungsteile. Hier sind die Rüstungsteile. Gut, dann lass uns beginnen. Es ist vollbracht. Das, was geteilt war, ist vereint. Hier ist die Rüstung. Perfekt. Viel Glück. Sehr schön. Eine neue Rüstung für uns. Nochmal weitaus stärker in der Verteidigung. Nice. Aber fast nichts wert. Wow, Gold wert 100, ehrlich jetzt. So, dann können wir jetzt auch den Helm hier tragen und diesen Schild. Oh, sieht der Schild geil aus. So, und ja, an sich, diesen Hammer, den will ich aber gar nicht. Oder? Waffenstand 100, okay, ich will den. Den will ich nutzen. Definitiv. So, Axtkampf, ja, bin ich jetzt auch fast so weit wie beim Schwertkampf, von daher passt das. Okay, perfekt. Dann muss ich jetzt zu Ursigor, würde ich sagen, oder? Huh. Okay. Da. Ich schau mal, ob ich mit ihm jetzt noch hier über die andere Quest reden kann. So. Eldrick, komm mal her hier. Gib auf dich Acht. Nee, kann ich nicht. Na gut, dann würde ich sagen,
teleportieren wir uns einmal zur Vulkanfestung. Und schauen mal, wenn wir jetzt zu Ursiger runtergehen, was der uns sagt. So. Das ist jetzt erstmal mein Plan. So, aber wow, 120 Hiebwaffenschaden. Das ist böse. Und vor allem Axtkampf plus 6, damit ich das halt auch wirklich effektiv nutzen kann. Wenn ich vorher was anderes geskillt habe. Das finde ich sehr nett. Sehr, sehr aufmerksam. Okay. So, da ging es hier dann durch. Ja, genau, einfach hier geradeaus weiter, ne? Ja, einfach geradeaus weiter, okay. So. Gut. Hier wollen wir dann hier rum. Rum, die dumm, die dumm. So. Hallo, Ursiger. Na? Du bist zurückgekehrt. Hast du die Rüstung? Ja, ich habe alles. Gut, dann ist es soweit. Ich spüre es. Der Titan ist frei. Noch hat er nicht seine alte Kraft wieder. Doch mit jeder Minute, die du wartest, sammelt er seine Kräfte und wird stärker. Du hast nicht viel Zeit. Was soll ich tun? Geh zum Tor. Der Titan wird sein Gefängnis bald verlassen. Dort musst du auf ihn warten. Okay, gut. Werden wir machen. Aber erst in der nächsten Folge. Weil das könnte ein wenig länger dauern, denke ich mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir eventuell sogar schon gegen den Titan kämpfen. Keine Ahnung. Gut, also dann, bis dahin. Ciao, ciao.